Ich kenne die Cutscenes auf jeden Fall. Oder einfach ruhig sein. Ich kann es dir auf jeden Fall sagen, wann die Cutscenes. Servus Leute, willkommen zu einem weiteren Super Start. Ich verhau den Anfang, bin ich nicht der beste Wolf aller Zeiten. Gleich ein Doppeldaumen nach oben. Ich könnte mich jetzt schon wieder in Quarantäne schicken. Also du bist der beste Wolf der Welt und ich bin der Sirax und der Schwanki ist auch dabei. Ja. Willkommen zu einem neuen Projekt. Ein PlayStation 2 Spiel namens Ratchet & Clank. Ich weiß nichts von dem Spiel. Das Einzige, was ich von dem Spiel kenne, ist, dass ich auf der Suche nach einem Thumbnail habe ich ein Bild gesehen. Das ist alles, was ich von dem Spiel weiß. Dieses eine Bild, was ich gesehen habe. Ich weiß ansonsten nichts. Ich weiß nicht, wie hier irgendjemand heißt. Aber sowas als, also so mal als Gegenkontrast. Ich kenne das Spiel in- und auswendig. Ja. Genauso wie Teil 2, wie Teil 3, Ich glaube, wie Teil 4 und 5. Force kennt das auch. Also Ja, ich kenne mehrere Teile. Force kennt, glaube ich, bloß zwei. ich habe hier schon mal getestet, weil ich mir unsicher war, weil ich dachte, das Spiel läuft zu schnell. Denn manchmal, ja, Tatsache, aber das hier ist das allererste Spiel, das ich mit PS2-Emulator aufnehme. Da ich das 0 Minuten. Spiel im Original nicht besitze, leider. Mein PC wieder faxen. Ja, jetzt ganz laut. Geht leider nicht anders. Tut mir leid. Aber ist etwas aufwendiger von Leistung her und da geht er in die Knie. Auf jeden Fall ist das das erste Spiel, das ich mittels PS2-Emulator aufnehme. Ich hoffe, dass alles ganz gut klappt, denn wenn nicht, habe ich nicht irgendwie die Möglichkeit, das Projekt zu beenden. Ich meine, gut, ich könnte es mir neu kaufen auf der PS2 und dann mittels Grabber aufnehmen, aber da müsste ich alles wieder nachspielen und ich weiß nicht, wie das in diesem Spiel hier ist. Deswegen habe ich so ein bisschen Angst wegen dem PS2-Emulator. Ja, auf jeden Fall das Spiel nicht kennt, ich kann es euch nur empfehlen. Verfolgt dieses Let's Play. Es ist ein grandioses Spiel. Ich habe hier mal kurz angetestet, wie gesagt, aber das möchten wir überschreiben. Und ich weiß, dass jetzt gleich eine Cutscene startet, deswegen werde ich die Klappe halten. Und ihr könnt ja genießen, was kommt. Letzter Schritt: Roboter-Zündsystem anbringen. Danke, dass Sie die Helpdesk-Technologie benutzt haben. Thank you.
So. Ja, das war die Cutscene. Man hat einige Grafikfehler. Explosion gesehen. Ja, oder Grafikfehler oder so. Ja, Ratchet war plötzlich grün. What Ja, the fuck? Okay, es ist doch ein bisschen langsam. Ein bisschen langsam ist gut, es ist sehr Ganz langsam. langsam. Es ist viel zu langsam. Scheiße. Du wolltest es doch langsamer machen. Ja. Das war zu langsam. Let's slow play. So kann Ich ich auch. glaube, also Das das nenne Problem ich hatte mal Mond. Force auch. Ach, Also das nenne Mann. ich mal Mondphysik. Wie bei dem Mond. Doof. Jetzt wollte ich ein krass geiles Projekt haben, aber Vielleicht nö. kann man ja, vielleicht kann man ja noch was beim Emulator schrauben. Ja, geil, ich habe 20 FPS. Super, danke. Kein Wunder, Bei dass es. 20 FPS, da kannst du doch froh sein. Ich glaube, ich werde mein Spiel doch original holen müssen. Schade. Also, in Original ist natürlich immer besser, aber. Ob ich das einfach so jetzt bekomme, denn ich habe keine Lust mehr, wieder irgendein Zeug bestellen zu müssen. Weil dann muss ich wieder ewig lang darauf warten. Nur, was mache ich jetzt mit diesem Video hier? Soll ich das trotzdem als Let's Fail Als oder? Let's Test, Let's Fail, oder Let's Test, keine Ahnung. Weil Auf guck jeden Fall dich mich müsstest an. du müsstest dir original holen. Die Cutscenes laufen aber komischerweise alle flüssig. Ja, die Cutscene. Während den Cutscenes hat sich mein PC abgeackert. Das habt ihr wahrscheinlich gehört. Ja gut, so kann ich mit diesem Spiel leider nichts anfangen. Schade, ich hätte gehofft, das klappt. Aber der Aber PS. was sagst du bisher so zum Grafischen oder so? Die Musik gefällt mir. Grafisch ist es. Naja gut, grafisch nicht das Beste, aber die Figuren sehen halt nice aus. Zumindest der da, dieser Ja gut, es ist auch der erste Teil von Ratchet. Ratchet & Clank. Die nächsten, die besseren Teile folgen, also es gibt noch bessere Teile. Es ist ja der erste. Ich werde mal bei der nächsten Shopping-Tour schauen, ob ich irgendwo einen Ratchet & Clank finde. Naja. Auf jeden Fall Bestenfalls eine das Erste. Empfehlung, empfehlenswert. Nur dann Ja. halt mit Emulator bin, ja, es gibt ja auch Gründe, warum ich. So viel zu diesem Video. War ein Fail. Mann, das kotzt mich an. Ich wollte eigentlich durchstarten jetzt. Ja, das war der Fail. Was mache ich Wir könnten jetzt? ja Wurms zocken. Ja, aber da ist die Fraps-Datei immer so groß. Ich kann es ja aufnehmen. Ja. Also wenn es dir nichts ausmacht, Schmacki. Ich Kein meine, ich, mein, ich würde es auch aufnehmen, aber. Ich kann es leider nicht aufnehmen, weil meine Speicherkraft ist nicht groß genug. Meine Ja. Speicherkraft, ja, wohl, 170. Dann würde ich das hier nicht als. 170 Gigabyte vielleicht? Ich weiß nicht. Aber ich glaube, Vielleicht mache ich ja auch was und Wurms, ein Würmchen hoch. Aber ich Da glaube, käme zumindest etwas auf meinem Scheißkanal. ich glaube, wenn ich das als Let's Fail betiteln würde, wäre es irgendwie zu negativ. Deswegen würde ich es eher als der erste Eindruck oder so betiteln. Also Emulator-Fail oder so. Ja. Könntest du. Emulator-Fail. Also Ratchet. Let's Test Ratchet & Clank in Klammer Emulator-Fail. Das würde ich so Ja, reinschreiben. werde ich es vielleicht auch. Ja gut, wird leider nichts aus dem Let's Play von Ratchet & Clank, es sei denn, ich kaufe es mir so. Für PS2 muss ich erstmal Ja gut, schauen, ob aber ich das ist ihn. auf jeden Fall gut investiertes Geld. Ja, und wenn du sagst, Wenn man es. sich so die anderen Spiele so ansieht, ist das sehr, sehr gut investiertes Geld, glaube Wenn ich. du sagst, es kostet nicht viel, so 10 € oder so, dann das ist überhaupt nichts. Das ist nichts, also. Also die 20 € wird es nicht überschreiten, da bin ich mir sicher. Selbst wenn, selbst das ist es nicht. Es ist es wert. Naja. So viel zu dem Video. Tut mir leid, dass es noch nicht kommt. Aber es wird irgendwann kommen. Uhaha, das habe Also ich. das Projekt mal, Ja, meinst du? das habe ich dir versprochen. Es wird kommen, auf jeden Fall.
So viel zu Ratchet & Clank. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Danke, Emulator, dass du so unglaublich gut bist. Ich könnte dich knutschen, nur um dich danach noch so richtig in die Eier zu kneifen. So richtig böse. Hoffentlich hat es euch trotzdem gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für dich. Tschüss. Tschüss. Du fuck da Emulator. Ja gut, schwamm drüber. Ja.